Sie haben sozusagen eine persönliche Palastrevolution gemacht. Ich habe das System durchschaut, habe mir keine Illusionen über das System gemacht. Ganz im Gegenteil, ich habe 68 ziemlich hautnah miterlebt, was in der Tschechei passiert. Ich habe 68 miterlebt, als die Universitätskirche in Leipzig gesprengt wurde, es war zu Protesten, und da war ich im Prinzip mit dabei, gekommen ist. Ich habe mir über das System keine Illusionen mehr gemacht. Ich habe mir dann auch relativ schnell Bücher über die Stalinzeit besorgt und gleich in RGP Gulag mitbringen lassen, was ein ziemlich riskantes Ding war. Ich hatte überhaupt keine Illusionen über das System, und es kam mir über weite Strecken ganz einfach dumm vor, weil man hätte es anders machen können. Aber so wollte ich nicht mitmachen, und ich war zu feige zum offenen Protest. Und offener Protest war eigentlich auch sinnlos. Das führte in die Ausgegrenztheit und möglicherweise auch ins Gefängnis. Ich habe das System, also das innere System der DDR und des MFS, relativ gut gekannt und verstanden. Ich wusste, wo seine Schwachstellen waren, da habe ich mir gesagt, ich mache hier nicht mehr mit, aber dann gehe ich auch so, dass ich die Tür hinter mir zuschlage.